die Richtung gehen, werden gemessen. Ja. So, wenn immer die Kraft abweicht, wird die nicht 100% gemessen, dann nur ein Vektor. Ah, sehr gut. Ja. Kann okay. man schöne Spiele mitmachen. Ja. So, das man richtet dann ihn in Messachse. Die Messachse in Kraft resultierende. Mhm. Das muss nicht super präzise sein. Aber so ungefähr. Ja, ja. Pi mal Daumen. Jetzt, siehe einer an, hat sich der Nullpunkt wieder verändert, weil ja. So, Herr Hennig justiert Nullpunkt. No. Ja, nee. Ja. Okay. So. Jetzt kann man mal schauen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Na, sehen Sie. Ja. Ja, das ist ein dicker Faden. So, wieder ab. Zack. Dass man ein Gefühl hat, was ist ein Promille? Ein Promille ist gewaltig, ja. So, und jetzt hängen wir hier zum Beispiel ein Kilo an. Dann haben wir eine Kraft resultierende von 1,4 Kilogramm. Das stimmt. 1,41, das ist der Wortel 2. Genau, es muss so sein. Ja, unglaublich. Schön, ja. Und dass es wackelt, kommt, weil ich jetzt hier wackel, ja? Ja, das kommt von Alkohol. Das kommt von Alkohol? Das kommt. Von Alkohol? Von Kaffee. Ja. So. Und jetzt kann ich wieder... Auf ein Kilo. Ja, kann man diese wieder. Ja. Erstmal. Oder muss man erstmal auf 5 Volt setzen? Nee, ich würde nee, das Display ist jetzt eingestellt auf 10 Volt gleich, 5 Volt gleich 1200 und jetzt würde ich die Spannung zurückdrehen. Ne? Kann man machen. Kann bei man. Ihm ist so, machen wir es dann richtig, er will 1,2 Kilo messen. Dass wir die mal dranhängen. Dann hängen wir die noch dran. So, und was tun Sie jetzt? Ich drehe jetzt Karl runter, bis hier 1200 stehen. Nein, sondern das sind jetzt 1,2 Kilo. Das ist das Maximale, was er messen möchte. Ach so, ja, dann und jetzt trifft er die Entscheidung, das soll 10 Volt sein. Ja, okay. Dann haben wir die maximale Auflösung. So ist das. Es würde auch anders gehen. Aber so geht es halt immer, dann ist man sauber, wir sagen sauber. Bei uns sind die 10 Volt unser Normsignal. Dann wissen Sie immer, wenn Sie das immer so machen, dann wissen Sie immer, aha, ich muss da 10 Volt haben. Ja, okay, geht's gut. Wenn ich so bewege, stört das denn? Na, überhaupt nicht, super. Ungefähr. Ja. So, jetzt ist er da über seinen Bereich oder was? Ja. Das ist ja kein Problem. Jetzt dreht man da runter. Er kann nur 2000 anzeigen. Wie sagen Sie in der Sensor? Ja, wir können auch 200 Gramm runterhängen, aber. Nein. Jetzt. Er kann ja nur. Ach so, 2000. 2000 Digit anzeigen. Die Anzeige da oben. Ja, ja, das sind jetzt aber 1200, ne? Ja. Und Sie drehen die jetzt runter. Wenn er mehr als 1999 hat, geht er in Overload. Weil das ist, die Display hat eine Maximalanzeige von 2000. So, Sie können auch einstellen 1,20 Kilo. Ja, und dann ist das mit dem Dezimalpunkt. Ja. Und dann mache ich hier eine Beschriftung von... Ja, mach mal.
1,2. Das ist mal die Kommastelle. Achso, 1,20, Moment. Ich wollte schon sagen. Ach so. Ja. Oh. Ja, der geht bis 60 runter. Geht. So. Der Vorteil ist, Sie haben jetzt nicht mehr so starke Schwankungen drin. Ja. Und man braucht kein 1 Gramm Auflösung. 1 Gramm Auflösung bei 1200 ist zu viel, meine Meinung. Ja. Gibt nur Ärger.